Unsere Serie zu den 10 Geboten. Es geht heute um das erste Gebot. Prolog hatten wir schon, das heißt, wir haben die Einführung gemacht zu diesem Buch unter anderem von Thomas D. Zweifel, den ich hier herzlich begrüße wieder. Dankeschön. Der Rabbi und der CEO, es geht um Führungskräfte, was sie von den 10 Geboten lernen können. Also eine Geschichte, die 3000 Jahre alt ist, hochaktuell, transferiert, hineininterpretiert in die heutige Zeit. Und das erste Gebot heißt, ich bin der Ewige, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Aus dem Haus der Sklaverei. Das sind so wie Fremdwörter in der heutigen Kultur. Aus Ägypten, aus der Sklaverei. Wie ist das zu sehen? Ja, ich gehe jetzt mal ganz konkret in das wörtliche, in die wörtliche Bedeutung von dem Wort für Ägypten. Das ist ja das alte Ägypten, nicht das heutige existierende Ägypten. Das heißt Mitzrayim auf Hebräisch. Und dieses Wort Mitzrayim kommt von der Wurzel Metzar. Und Metzar heißt buchstäblich ein Ort der Enge oder eine eng eigentlich. Nicht Zürich-Enge, sondern ein Ort der Enge, ein Ort der Limitation, wo ich gefangen bin. Und die Idee ist eigentlich, dass ich die Aufgabe habe als Mensch, mich zu befreien aus meinem eigenen Ägypten. Genau das, wie das die Juden damals gemacht haben, vor 3000 Jahren. Also auch aus meiner eigenen Begrenzung heißt das. Sie wurden herausgeführt aus diesem Ägypten, das heißt auch aus all diesen Denkmustern, die vielleicht da waren. Richtig. Ich bin eigentlich in einem Gefängnis von der Vergangenheit und dann komme ich aus Ägypten heraus und das passiert wirklich in jeder Generation. Ja? Also in jeder Generation haben die Juden die Verantwortung, und zwar jedes Jahr sogar, zu Pesach, zum Pesachfest, sich zu befreien erneut. Wie wenn wir heute aus Ägypten ausziehen würden. Und Ägypten steht für eigentlich alte Glaubenssätze, alte Denkweisen, alte Denkmuster, alte Vorurteile, wo ich das Gefühl habe, ich kenne meine Frau schon oder ich kenne meinen Boss schon oder ich weiß, wie mein Leben ist. Und da sich vollständig davon zu befreien und zu sagen, ich weiß vielleicht überhaupt nichts. Ja? Also ich komme aus dem Ort der Sicherheit heraus. Ich bin in der Wüste und in der Wüste bin ich nackt. Ich habe nichts. Ich habe nur Manna. Ich habe nicht mehr die alten Sicherheiten. Ich habe nur noch mich selber und ich habe das gelobte Land in der Zukunft. Und ich bin aber mich selbst. Ja? Also ich bin frei, mich selbst zu sein. Aber das kann auch Angst machen, aus einer Gewohnheit herauszugehen in ein unbekanntes Land. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und deswegen vielleicht auch die Sehnsucht, möglichst schnell wieder zurück. Das kenne ich, wenigstens. Richtig, richtig. Und das passiert, ich muss lachen, weil das passiert mir immer wieder. Und das passiert auch meinen Klienten oft, dass sie, wie die Juden damals, auch gemeutert haben und gesagt haben, wir wollen wieder zurück in das bekannte, alte Übel. Also ich habe lieber das bekannte Übel als das unbekannte Übel, ja. Es heißt ja auch ein Stück weit ein Verlassen der sogenannten Komfortzone. Mhm. Da, wo ich doch, also plus minus ging es mir nicht so schlecht. Ja. Und jetzt geht es darum, etwas Neues zu wagen. Kostet es eigentlich auch Mut, sich selber zu sein? Ich denke, das braucht einen großen Mut. Ja. Und ich denke an den Spruch von Rabbi Susha von Anipoli, der im 18. Jahrhundert gesagt hat, wenn ich sterbe, dann werde ich in der nächsten Welt nicht gefragt werden, wieso warst du nicht Moses, sondern wieso warst du nicht Susha? Also die Aufgabe von uns jedem, und ich glaube, das braucht wirklich Mut, ist herauszufinden, nicht wie Roger Federer zu sein oder nicht wie Nelson Mandela oder nicht wie Mahatma Gandhi, und das waren und sind alles tolle Führer, sondern zu schauen, wer bin ich und was ist meine Aufgabe in meinem Leben, die vielleicht noch nie vonnöten war. Ja, also die Aufgabe von jedem Menschen ist eigentlich, etwas zu verwirklichen, das noch nie da war bevor, und seinen Lebenszweck zu finden und dann umzusetzen. Wissen, wer man ist, könnte ja auch gleichzeitig bedeuten, wissen, wer man nicht ist. Das könnte ja auch Freiheit bedeuten. Und Peer Eifler ist Österreicher, ist Arzt und er hat einen großen, fatalen, wie er selber sagt, Denkfehler gemacht. Er hat nämlich plötzlich gedacht, und da sind wir beim ersten Gebot, ich bin selber Gott. Andere haben über ihn gesagt, du bist ein Guru. Und zu was für ein Desaster das geführt hat, das hat er uns selber erzählt. Indem wir uns eigentlich selber für Götter hielten, ja, selber für Gott hielten.
und das anstelle des wahren Schöpfers gerückt ist. Konsequenzen waren letztlich eigentlich die Identität zu verlieren und damit den Boden unter den Füßen und damit eigentlich auch den Sinn des Lebens. Das, was sich für lange Zeit als Frieden dargestellt hat, war letztlich eigentlich ein falscher Friede. Beziehungen sind zerbrochen, Ehen sind zerbrochen, meine Beziehung zu meinen Kindern ist zerbrochen, meine ganze Lebensgrundlage ist zerbrochen. Per Eifler, ein eindrückliches Beispiel für jemanden, der sich selber überschätzt und glaubt, Gott zu sein, ein Guru zu sein. Also das ist ja nicht die Idee dieser Identitätsfindung, dass man sich selber überschätzt. Nein, ich muss auch sagen, ich bewundere Per Eifler für die Aufrichtigkeit und den Mut, den es gebraucht hat, das öffentlich zu sagen auf dem Fernsehen. Das ist also große Klasse, weil da hat er nicht gut ausgeschaut. Ja? Und das zeigt mir, dass er bereit war, wirklich zu hinterfragen, wie er sein Leben gelebt hat und zu einer Demut gefunden hat, dass er einfach weiß, er ist nicht Gott. Es gibt immer jemand, der über dir ist. Also du bist nicht der Führer deines Lebens allein. Du hast zwar die Verantwortung zu führen, aber du bist nicht allein. Gott ist der Ewige, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, nicht du. Es gibt nicht wenige Menschen, die Mühe haben, diese höchste Autorität zu anerkennen. Die leben lieber so eben selber bestimmt und in einer sogenannten freien Handlung, möglichst keine Autorität über sich zu haben. Was sagen Sie denen? Das ist Ihr Problem. Ja. Also ich will das auch niemand vorschreiben. Ich will mir nicht anmaßen, dass Menschen auf eine bestimmte Art zu leben haben. Aber egal, ob man glaubt an Gott oder nicht, ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach weiß, es gibt ein Leben, es gibt eine Macht, die nicht von mir allein abhängt. Und das ist einerseits eine Befreiung. Ja? Also ich bin nicht allein, ich bin nicht allein in meinem Leben. Ich muss nicht alles allein stemmen. Das kann ja auch eine ungeheure Bürde sein. Und andererseits ist es aber auch eine Mahnung sozusagen, dass man nicht diese Arroganz hat, die zum Beispiel der ehemalige Chef von AIG in Amerika, der Morris Greenberg, ja, übrigens auch Jude, ja, der unglaubliche Arroganz an den Tag gelegt hat und Leute einfach buchstäblich verbal misshandelt hat, Leute, die Fragen gestellt hatten über die Buchführung der AIG, die sich dann nachher als korrupt herausgestellt hat, hat er einfach behandelt wie Schuljungen. Ja? Und das war diese Art von Arroganz und diese Absenz von Demut, die wirklich, wie Per Eifler gesagt hat, die wirklich in den Abgrund führt. Wenn wir nochmal auf dieses erste Gebot zurückgehen, ich bin der Ewige, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Sklaverei. Es kann ja auch sein, dass wenn dieses ich bin der Ewige, dein Gott so herausgestrichen wird, dass auch Menschen sich vielleicht künstlich klein machen und sich dann nicht trauen, sich selbst zu sein. Ich bin ja so klein und unbedeutend. Richtig. Was sagen Sie denen? Das ist eben das Brillante an diesem Gebot. Ja, das Gebot hat ja zwei Seiten. Es ist einerseits aus Ägypten raus, also befrei dich von deinen eigenen Glaubenssätzen. Und wenn der Glaubenssatz ist, ich bin zu klein oder ich verdiene das nicht, ich habe kein Recht, das zu verlangen, dann kannst du dich befreien aus diesem Glaubenssatz oder aus diesem Ägypten. Aber tu es immer mit Demut, immer zu wissen, du bist nicht allein. Und alles, was wir getan haben, das hat Einstein mal gesagt, ja, und der hat ja wirklich viel geleistet. Der hat gesagt, alles, was ich je getan habe, konnte ich nur tun aufgrund meiner Nächsten, die es mir ermöglicht hatten. Ich habe nichts allein gemacht in meinem Leben. Also, Sie merken, diese Serie über die 10 Gebote ist nichts für Feiglinge. Da ist es wirklich hinschauen und aufdecken und auch mal zulassen, dass vielleicht etwas auch ein bisschen schmerzt. Aber am Schluss kommt eben doch das Befreiende. Ja. Und das, finde ich, geht eigentlich durch diese ganzen 10 Gebote hindurch. Ja. Das werden wir ja noch im Einzelnen sehen. Ja. Es ist konfrontierend. Und ich habe auch nie behauptet, dass Leadership etwas ist für etwas Einfaches oder wie Kuchen essen. Ja, es ist nicht etwas, was ich unbedingt empfehlen will. Es ist hart, es ist oft ein Ringen, aber das ist die beste Definition, die ich je gehört habe über, was ist ein Jude. Ja? Also man kann Judentum auf verschiedene Weisen interpretieren und
das Traditionelle ist, wenn meine Mutter jüdisch ist, dann bin ich jüdisch. Aber Jonathan Sachs, mein Kollege Jonathan Sachs in England, hat mal gesagt, dass für ihn die Definition von Judentum ist Ringen mit Gott. Mhm. Weil Israel, der Jakob hat mit Gott gerungen oder mit dem Engel. Und das Ringen, nicht die Antwort, nicht das Abschließen und Wegchecken und sagen, das ist jetzt abgeschlossen für mich, sondern das Ringen. Und das produziert vielleicht auch Stress und es produziert Konfrontation oder unangenehme Gefühle. Man geht aus der Komfortzone raus. Aber für mich ist das der Sinn vom Leben. Also das, diese Untersuchung ist aus so viel spannender. Aus der Komfortzone herausgehen, das ist... versuchen eben, lieber ein bisschen Ägypten zu bleiben und das nicht zu verlassen. Also ich kann das nur empfehlen, dass man sich wirklich einlässt auf diese Dinge und mutig hinschaut und... sich in so einem Coaching, es ist ja schlussendlich wie ein Selbstcoaching am Schluss, ja. Möchte ich nochmal zusammenfassen, ganz kurz, die eigenen Glaubenssätze prüfen. Die könnten heißen zum Beispiel... Könnte sein, ich verdiene nicht Erfolg. Ja. Oder könnte sein, ich muss arbeiten. Muss ich nicht? Eben, man könnte je das nachdem... Das ist eben die Frage, ja. Und was ist der Kontext? Also wie kommt man am schnellsten vielleicht zu dieser Beantwortung? Was ist mein Kontext, wenn mir jetzt nichts einfällt? Vorher ist mir auch nicht sofort etwas eingefallen. Was würden Sie raten? Ich würde sagen, dass ein Kontext ist immer ein linguistisches Phänomen. Das heißt, es ist wahrscheinlich so etwas wie ein Satz, der im Hintergrund abläuft, wie eine Radioansage, die einfach immer wieder auf einer Endlosspule läuft und diesen Hintergrundsatz herauszufinden. Und ich glaube, man findet ihn am besten heraus, wenn man eine Situation prüft, wo man vielleicht gelitten hat. Also ich rede jetzt nicht von physischem Leiden unbedingt, sondern eher ein psychisches Leiden, also wo man sagt, ich bin absolut wütend geworden oder ich war total enttäuscht von dieser Person oder ich fühlte mich gedemütigt. In so einem Moment, wo man sich wirklich bedroht gefühlt hat, was kommt da für ein Gespräch hoch? Kommt da ein Gespräch, wo man sagt, ich werde nie jemandem trauen wieder? Oder was kommt da genau hoch? Das ist wahrscheinlich dann ziemlich nah am Kontext. Thomas D. Zweifel, wir verstehen ja diese Serie auch ein bisschen als Workshop, als etwas, was man damit arbeiten soll. Mhm. Und wir geben auch Hausaufgaben, da stehen wir dazu. Also jetzt konkret für das nächste Mal Hausaufgaben verteilen. Genau, das Wort Hausaufgabe wird natürlich sofort einen gewissen Kontext hervorrufen. Genau, da sind wir schon beim da Thema. Fühlt sich mancher Zuschauer schon wieder wie zurückversetzt in die Schule. Um Gottes Willen, da wollte ich ausweichen mein ganzes Leben lang. Aber ich denke, einen gewissen Auftrag auszuführen, damit es eben nicht Theorie bleibt. Einstein hat mal gesagt, in der Theorie sind Theorie und Praxis dasselbe, aber in der Praxis eben nicht. Und von daher ist es uns sehr wichtig, dass Leute auch diese sogenannten Hausaufgaben oder Aufträge umsetzen. Und da haben wir zwei Aufträge. Das eine ist, prüfen Sie in Ihrem eigenen Leben, was könnten Ihre Glaubenssätze sein? Und versuchen Sie vielleicht drei festzuhalten, wo Sie sagen, das ist ziemlich fundamental, was mich ausmacht, wo ich dran glaube. Ja? Also wenn ich das aufgeben müsste, dann wäre meine Identität bedroht. Und aus dem heraus dann vielleicht abzuleiten, was ist der Kontext, der mich im Leben treibt, der zu all meinen Erfolgen geführt hat bis anhin, der also wirklich auch eine kraftvolle Motorik war für mein Vollbringen, der aber gleichzeitig vielleicht auch mich reduziert oder mich limitiert, der mein Ägypten ist und der mich hindert daran, der zu sein, der ich wirklich sein könnte. Das wäre der Auftrag. Thomas D. Zweifel, danke. Das war das erste Gebot. Es folgen noch 9 weitere. Das ist das Buch, der Rabbi und der CEO. Und die Unterlagen und Dokumente und weitere Anregungen für Fragestellungen, die gibt es auf livechannel.ch/10gebote.